Welches Bundesland ist das gruseligste in Deutschland? Diese Frage wollen wir uns heute einmal genauer angucken und wir versuchen sie zumindest in einem Aspekt zu beantworten. Denn ich habe heute für euch mal wieder ein Bundesländer-Video. Ein Video, wo ich eben 16 gruselige Kreaturen aus jedem Bundesland eine rausgesucht habe, plus eine Kreatur aus Österreich und eine aus der Schweiz. Und wir wollen eben heute herausfinden, welches Bundesland hat die gruseligste Kreatur? In welchem Bundesland gibt es eben die furchteinflößendste, schrecklichste oder verstörendste Kreatur überhaupt? Also, ich werde das ganze Video wie folgt machen, aber auch ihr seid gefragt. Ich werde euch gleich alle 18 Kreaturen einmal vorstellen und am Ende wird es dann von mir eine Bewertung geben, eben mit Plätzen Platz 18 bis Platz 1. Ich werde nicht alle Plätze einzeln erläutern, ich werde euch eine Übersicht geben und die Top 3 Plätze nennen. Schreibt gerne auch ihr in die Kommentare, welches Bundesland für euch auf welchen Platz kommt. Ob ihr nun wirklich alle 18 Plätze macht oder auch zum Beispiel die ersten 3, ist euch selbst überlassen. Also, Zeit herauszufinden, welches Bundesland die gruseligsten Kreaturen hat. Schleswig-Holstein, die Unterirdischen. Laut einer gruseligen Legende soll es in Schleswig-Holstein sogenannte Unterirdische geben. Dies ist eine Gesellschaft von Menschen, die im ganzen Land unterirdisch leben und sich dort vor dem Sonnenlicht und den Augen der Bevölkerung versteckt halten. Die Eingänge in ihre unterirdischen Gänge finden sich in den Hünengräbern, da normalerweise kein normaler Mensch dort hineingeht. Es heißt, dass Jesus verantwortlich sein soll für die Unterirdischen. So wird eine Geschichte von einer Frau erzählt, die 10 Kinder hatte. 5 davon waren schön und 5 eher nicht. Die 5 unansehnlichen Kinder sperrte die Frau in den Keller ein. Als Jesus dann die 5 schönen Kinder segnete und die Mutter nun doch ihre anderen Kinder hervorholen wollte, bemerkte sie, dass die im Keller eingesperrten Kinder mittlerweile verschwunden waren. Es heißt, dass sie hier die ersten unterirdischen Kinder gesehen hatte, beziehungsweise dass ihre Kinder die ersten unterirdischen Kinder wurden. Auch soll es im nördlichsten Bundesland immer wieder vorkommen, dass Frauen plötzlich spurlos verschwinden. Es heißt, dass die Unterirdischen manchmal Frauen von der Oberfläche entführen, um sie als Geburtshelfer zu nutzen. Ob diese unterirdischen Menschen gefährlich sind oder nicht, kann man nicht genau sagen. Aber wer weiß, was unter unseren Füßen so existiert. Hamburg, das Ungeheuer in der Elbe. Im Jahr 1615 soll in der Elbe in Hamburg ein unfassbares Monster existiert haben. Genauer gesagt, bei der Teufelsbrück sahen Fischer, Passanten, aber auch herbeigerufene Jäger eine unerklärliche Kreatur. Es hieß, dass aus den dunklen Fluten der Elbe manchmal ein Wesen hervorkam, das den Körper eines ungeheuren Pferdes hatte und einen grotesken, riesigen Schweinekopf besaß. Es sah also aus wie ein übermäßig großes, aus unterschiedlichen Tieren zusammengewürfeltes Wesen. Diese Kreatur tauchte immer wieder mal auf, um sich kurz zu sonnen, oder es soll sogar auf nahegelegene Sandbänke geklettert sein und ruhte sich dort ähnlich wie eine Robbe aus. Die Einwohner waren natürlich von dieser Kreatur verängstigt, da auch mehrere scharfe Zähne aus dem Rachen der Bestie ragten. Dieses Wesen war definitiv hochgefährlich gewesen. Sofort wurden Gewehre geholt, um den Monster ein Ende zu bereiten, doch jeder Schuss, der auf das Wesen abgefeuert wurde, prallte an dessen Haut ab, ohne auch nur einen Kratzer zu hinterlassen. Viele Male wurde dieses Tier gesichtet, bis es dann plötzlich genauso schnell verschwand, wie es aufgetaucht war. Doch wer weiß, vielleicht lauert diese Bestie noch heute in der Hamburger Elbe. Niedersachsen, der Hakemann. Durch Niedersachsen, aber vor allem durch die Moor- und Flussgebiete Niedersachsens, schreitet eine wirklich erschreckende Gestalt, der sogenannte Hakemann. Dies ist ein Wesen, welches angeblich den Oberkörper eines Menschen besitzt, aber sein Unterkörper sieht aus, als würde es von einem Wasserwesen stammen. Normalerweise ist diese Kreatur damit beschäftigt, sich von Fischen zu ernähren, aber es kommt auch immer wieder mal vor, dass der Hakemann Hunger auf Menschenfleisch bekommt. Vor allem Kinder sind dann eine leichte Beute für ihn.
Wenn Kinder sich Wasserstellen nähern, wie zum Beispiel Flüssen, Seen oder Mooren, überrascht der Hakemann sie, sticht mit seinem Haken durch sie hindurch, daher hat er übrigens auch seinen Namen, und zieht sie unter die Wasseroberfläche in die Tiefe, sodass sie nie wieder gesehen werden. Laut manchen Geschichten soll der Hakemann auch manchmal Kinder nur erschrecken. Doch wenn ich in Niedersachsen leben würde, wäre ich lieber vorsichtig, wenn ich mich einem Fluss nähere. Bremen, Kinder in der Mauer. In Bremen werden immer wieder gruselige Geister von Kindern gesichtet. Was erstmal nicht allzu gruselig oder besonders klingt, hat jedoch eine schreckliche Hintergrundgeschichte. Denn in Bremen gibt es eine Mauer, die sogenannte Stadtbefestigung, und um diese Stadtbefestigung ragt sich eine sehr seltsame Ansammlung an Gerüchten. Und zwar sollten früher Kinder lebendig dort eingemauert worden sein. Das Ganze hatte mit einem Aberglauben zu tun, dass angeblich die Mauern unüberwindbar für Feinde werden, wenn man lebende Kinder einarbeitet und dafür opfert. Man könnte nun meinen, dass das Ganze nur eine Legende ist, und vielleicht stimmt das auch, doch es heißt, dass vor ein paar Jahren das alte Brückentor abgerissen wurde und die Bauarbeiter stießen dabei auf etwas unfassbar Schreckliches. Sie fanden, eingearbeitet in dieses Tor, die Überreste von Kindern. Die Geister, die in seltenen Fällen gesichtet werden, sind vielleicht tatsächlich die ruhelosen Kinder, die vor vielen, vielen Jahren in die Mauern eingesetzt wurden. Mecklenburg-Vorpommern, der Feuerkönig. Zwischen Stettin und Ueckermünde liegt ein besonderer See, auf dem ein seltsames Wesen gesichtet wurde. Auf dem Seegrundesee soll ein wilder Geist leben, der sich Feuerkönig nennt. Es heißt, dass in stürmischen Nächten ein kleines Boot auf dem See gesehen wird. Dieses Schiff treibt langsam auf Menschen zu, die sich am Rande des Sees befinden, und irgendwann erkennt man eine seltsame Gestalt, die in diesem kleinen Boot sitzt. Es ist ein humanoides Wesen mit einer feurigen Rüstung am Körper, einer brennenden Krone auf dem Kopf und einem glühenden Schwert in der Hand. Es heißt, dass der Anblick dieser Gestalt noch nicht an sich gefährlich ist, aber wenn man sie sieht, sollte man unbedingt davonrennen. Denn diese Kreatur kann gefährlich werden. So gibt es Geschichten, dass einst ein Fischer sich dem Feuerkönig näherte, um ihm eine simple Frage zu stellen. Der Fischer wollte einfach nur wissen, warum der Feuerkönig immer bei oder kurz vor einem Sturm auftaucht. Der Fischer fuhr also alleine mit seinem Boot auf einen See heraus und wartete dort auf den Feuerkönig. Was in dieser Nacht wirklich passierte, weiß bis heute niemand. Man weiß nur, dass man den Fischer am nächsten Tag leblos in seinem Boot fand. Brandenburg, die Geisterstadt. Wenn wir über gruselige Kreaturen oder Legenden reden, sprechen wir ja häufig über Geister. Doch noch nie haben wir über eine ganze Geisterstadt gesprochen. So eine Geisterstadt voller gruseliger Gestalten soll aber in Brandenburg existieren. Denn nahe Strassberg soll es die verschwundene Stadt Blumenthal geben. Inmitten eines Waldes haben Wanderer und Pilzsammler plötzlich gruselige Visionen von einer merkwürdigen mittelalterlichen Stadt, die scheinbar aus dem Nebel heraus auftaucht. Es heißt, dass man an diesem Ort Stimmen Verstorbener hören kann und manchmal sogar in der Lage ist, die Geisterstadt mit seinen Insassen zu betreten. Tatsächlich existiert die Stadt Blumenthal bis 1375, wurde aber durch die Pest im Mittelalter und verschiedene Überfälle nach und nach zerstört, sodass nur einige Feldsteinmauern übrig bleiben. Wenn ihr also nicht nur einen, sondern Dutzende Geister sehen wollt, dann müsst ihr unbedingt nach Brandenburg. Berlin, der Thron Satans. In Berlin, wenig überraschend, soll der Teufel sein Unwesen treiben. Er hat dort sogar einen dauerhaften Sitz, und zwar den Baal-Altar im Pergamon-Museum. Dieser trägt den Beititel Thron des Satans, und dieser Name geht auf eine Legende von vor vielen Jahren zurück. Denn als der Teufel mal wieder durch Berlin wanderte, sah er vier Brüder, die gerade durch die Brüderstraße wanderten. Der Teufel entschied sich, dass Chaos stiften die beste Möglichkeit wäre, und verwandelte sich daraufhin in eine schöne junge Frau. Man könnte nun spekulieren, dass er vielleicht dafür sorgen wollte, dass die Brüder sich gegenseitig umbringen, um das Mädchen zu kriegen, doch der Plan des Teufels ging nicht ganz auf.
denn die Brüder schafften es zu widerstehen und als sie bemerkten, dass vor ihnen in Wahrheit ein schrecklicher Dämon gewesen ist, gründeten sie sofort das Kloster der Schwarzen Brüder, um sich dauerhaft gegen den Teufel zu schützen, der noch bis heute durch Berlin wandern und sich als Mensch ausgeben soll. Nordrhein-Westfalen, der Werwolf von Maidrich. In Duisburg-Meiderich soll es vor vielen Jahrzehnten einmal einen Mann gegeben haben, der von einem schrecklichen Fluch geplagt war. Denn jede Nacht verwandelte sich dieser Mann in einen Werwolf und schlich durch Duisburg auf der Suche nach neuen Opfern. Was genau dieser Werwolf für Intentionen hatte, ist allerdings nicht bekannt. In alten deutschen Texten heißt es, dass Werwölfe meistens Jagd auf Vieh oder Menschen machten, um diese zu fressen und damit ihre animalischen Hunger zu stillen. Zu dem Werwolf von Maiderich gibt es allerdings auch noch andere Aussagen. So soll er Opfern auf den Rücken gesprungen sein und ließ sich einfach kilometerweit tragen, bis die Opfer unter seiner schweren Last zusammenbrachen. Bis heute weiß niemand, ob dieser Werwolf noch existiert. Zwar heißt es in der Legende, dass der Werwolf irgendwann von einem seiner Opfer mit einem Messer gestochen wurde und sich daraufhin dauerhaft wieder in einen Menschen verwandelte, doch andere Leute behaupten, dass man bis heute in Duisburg das Heulen und die Schreie des Werwolfs nachts hört. Hessen, Frau Holle. In Nordhessen, genauer gesagt auf der Ostseite des Hohen Meißners, liegt in 620 Metern Höhe ein sagenumwobener Teich. Der sogenannte Frau-Holle-Teich, den auch die Gebrüder Grimm in der Vergangenheit besucht haben, soll laut einer Legende der Eingang in das Reich von Frau Holle sein. Allerdings kann es angeblich auch passieren, dass aus genau diesem Teich besondere Kreaturen heraussteigen. Denn dieser Teich ist eine angebliche Verbindung zu einem unterirdischen Reich, aus dem hin und wieder beobachtet werden kann, dass kleine Kinder aus dem Teich kommen und anfangen, durch die nahegelegenen Wälder zu rennen. Doch nicht nur die seltsamen Kinder klettern immer mal wieder aus dem Teich, auch Frau Holle selbst soll hin und wieder aus den dunklen Gewässern emporkommen und sich auf eine wilde Jagd begeben. Dabei jagt sie die Seelen der Verstorbenen und bringt sie danach unter die Wasseroberfläche des Teichs. Wenn man also sieht, wie Kinder oder eine seltsame Frau aus dem hochgelegenen Teich emporklettern, sollte man lieber schnell das Weite suchen. Thüringen, das Geistergefängnis. In Geiser gibt es ein 300 Jahre altes Gefängnis, um das sich sehr viele Legenden und Gerüchte ranken. Früher einmal saßen mehr als 5000 Häftlinge dort ein, von denen einige auch dort verstarben. Es heißt, dass die ruhelosen Seelen dieser Häftlinge, vor allem aber Häftlinge, die zu Unrecht ins Gefängnis kamen, bis heute in diesem Gemäuer ihr Unwesen treiben. So wird immer wieder beschrieben, dass nachts seltsame Stimmen durch die Gänge des alten Gefängnisses hallen. Auch werden immer wieder mysteriöse Schattengestalten gesichtet, die durch die Räume wandern. Die Gerüchte um das Gefängnis sind sogar so prominent, dass Geisterjäger immer wieder versuchen, Nachweise zu finden. Vor einigen Jahren ging auch ein Reporter der Bild-Zeitung mit in das Mauerwerk und mitten in der Nacht hörte er, sowie die Geisterjäger, die mitgekommen waren, plötzlich eine laute Frauenstimme, obwohl keine Frau anwesend war, die schrie: "Ich will das nicht", bevor danach wieder alles verstummte. Irgendetwas Gruseliges geht in Geiser vor sich. Sachsen-Anhalt, Magdeburger Nixen. In der Elbe in Magdeburg soll es eine grauenhafte Gestalt geben, die sich unter der Wasseroberfläche versteckt hält. Dies ist die Magdeburger Nixe und ihr einziges Ziel ist es, Menschen in den Tod zu reißen. Aussehen soll sie wie eine schöne junge Frau mit goldblonden Haaren, die sie manchmal am Ufer kämmt. Doch wenn ihr jemand zu nahe kommt, springt sie ins Wasser und taucht unter. An Land ist die Nixe allerdings nicht gefährlich. Die Gefahr lauert im Wasser, denn dort versteckt sie sich, bis irgendjemand an ihr vorbeischwimmt. Dann soll sie diese Person packen und unter die Wasseroberfläche ziehen, bis ihr Opfer dort erstickt. Soweit ich nachgelesen habe, tut sie dies nicht, um Menschen zu fressen, sie will sie scheinbar wirklich nur aus Freude beseitigen. Außerdem heißt es, dass niemand gerettet werden kann, der einmal von der Nixe gegriffen wird. Dafür ist sie viel zu stark. In vergangenen Jahrhunderten gab es mal den Plan, eine Wasserleitung von der Elbe durch Magdeburg laufen zu lassen und man fing dafür an, große Holzpfähle in den Boden der Elbe zu rammen, nur um mit anzusehen, wie die Nixe jeden Einzelnen problemlos wieder rausriss. Mit ihr ist also nicht zu spaßen.
Sachsen, das Holzweibel. Kommen wir zum absolut seltsamsten Wesen dieser Liste. Es geht um das Holzweibel aus Sachsen. In einer Legende heißt es, dass ein Mann sich in seinem Ofen Klöße backen wollte. Er hatte alles vorbereitet und die Klöße waren auch schon dabei zu backen, als er die Ofentür öffnete, um zu gucken, wie weit sein Essen im Inneren ist. Als er eben seinen Ofen öffnete, sah er mit an, wie eine seltsame, gruselige Frau in den Flammen seines Ofens saß, ein Kloß verspeiste und dabei den erschrockenen Bäcker stumm anstarrte. Der Bäcker erschrak sich und fluchte, dass die Frau sofort seinen Ofen verlassen sollte. Die Frau tat dies auch und sagte dabei aber immer wieder »Huhu«, während sie sich rückwärts von dem Mann entfernte. Zwar fügte das Holzweibel dem Mann keinen physischen Schaden zu, es heißt aber, dass von diesem Tag an das Glück des Mannes für immer verschwand und er irgendwann als armer Bettler endete. Wenn ihr also eine Frau im Ofen euer Brot oder eure Klöße essen seht, lasst sie das ruhig tun. Rheinland-Pfalz, Gestalten in Mutterstadt. Der nächste Fall, den können wir etwas kürzer halten, weil es einfach nicht so viele Informationen darüber gibt. Aber wenn ein Geist oder eine Kreatur für euch nicht gruselig genug ist, dann solltet ihr unbedingt mal nach Mutterstadt in Rheinland-Pfalz fahren. Denn dort gibt es eine sogenannte Dreieinigkeit von übernatürlichen Wesen. Einerseits wird in dieser Stadt nachts eine weiße Frau gesichtet, also eine klassische geisterhafte Erscheinung in Frauengestalt und weißer Kleidung. Außerdem soll dort ein Gespenstermönch nachts durch die Straßen wandern und auch ein Höllenhund geht um. Was genau es mit diesem Höllenhund auf sich hat, weiß ich nicht. Entweder ist es ein Cerberus, also ein dreiköpfiger Hund, oder einfach nur ein gruseliger Hund. Jedenfalls, wenn ihr viele Geisterwesen gleichzeitig sehen wollt, dann geht unbedingt nach Mutterstadt. Saarland, wilder Jäger. Zwischen Biesing, Asweiler, Erfweiler-Ehling und Rubenheim liegt das Hochmoor Jägerpfuhl. Früher soll in genau diesem Moor ein Haus gestanden haben, das einem unchristlichen Jäger gehörte, der sich weder vor Gott noch vor dem Teufel fürchtete. Da ihm Gesetze und Regeln egal waren, jagte er stets dann, wenn es eigentlich verboten war. Bei einer Jagd erschoss der wilde Jäger an einem Abend 99 Hasen und wollte unbedingt den 100. auch noch erwischen. Er fand auch einen, aber schoss jedes Mal daneben. Voller Wut holte er eine geweihte Kugel aus seinem Haus, das direkt bei ihm war, füllte dies eben in sein Gewehr und sagte, wenn diese Kugel nicht trifft, soll mich der Teufel holen und mein Haus in den Boden fahren. Er zielte, schoss und verfehlte sein Ziel. Genau als dies passierte, brach sein eigenes Haus zusammen und stürzte auf den Jäger und seine Gefährten. Dieser Jäger, der weiterhin als Geist auf der Jagd ist und vielleicht auch Jagd auf Menschen macht, wandert bis heute ruhelos durch das Moor und sucht seine nächsten Opfer. Baden-Württemberg, das Seemännlein. In Bad Rippoldsau gibt es einen eigentlich sehr schönen und idyllischen See namens Glaswaldsee. Während der See eigentlich relativ einladend wirkt, soll auch hier ein besonderes Wesen lauern. Und zwar gibt es in diesem See ein sogenanntes Seemännlein. Die Legende um das Seemännlein geht wie folgt. Angeblich soll ein kleines humanoides Wesen jeden Tag aus dem See gekrabbelt kommen, um den nahegelegenen Hofbewohnern bei ihrer täglichen Arbeit zu helfen. Das Seemännlein tat das gerne, aber erwartete dafür auch eine Belohnung. Die Belohnung waren 3 Mahlzeiten am Tag. Wenn er die bekam, verschwand er jeden Abend wieder im See, doch man konnte sich sicher sein, dass er am nächsten Tag wiederkommen würde, um zu helfen. Nun kam es aber zu einem Streit mit dem Seemännlein und den Hofbewohnern. Dem Seemännlein wurde ein Rock geschenkt und da er dieses Geschenk nicht richtig wertschätzte, war die Besitzerin des Hofes so erbost gewesen, dass sie ihm kein Essen mehr hinstellte und das Seemännlein hungrig in den See zurückkehren musste. Die Hofbewohner erwarteten, dass von diesem Tag an das Seemännlein nicht mehr zurückkommen würde, doch die Wahrheit war schlimmer als erwartet. Denn nicht nur das Seemännlein war verschwunden, auch die Besitzerin des Hofes konnte am nächsten Tag nicht mehr aufgefunden werden. Scheinbar war das Seemännlein nachts aus dem See geklettert, in den Hof eingebrochen und hatte die schlafende Frau gepackt, aus dem Hof gezerrt und schließlich in seinem See ertränkt. Dies sollte eigentlich
eine grauenhafte Seite eines sonst so liebevollen Wesens sein. Bis heute soll dieses Seemännlein sein Unwesen im See treiben. Bayern, das Todesskelett. An der Grenze zu Österreich soll es einen Spruch geben und der klingt wie folgt. Wer den Totenkopf nicht ehrt, liegt schon bald unter der Erd. Dieser Satz geht auf eine gruselige Kreatur zurück, die früher in dieser Region Bayerns gesichtet wurde. Und zwar ein echtes lebendiges Skelett. Die Legende geht wie folgt. Ein junger Mann war nach einem langen Tag auf dem Weg in ein Wirtshaus gewesen, als er nachts eine Abkürzung über den Friedhof nahm. Dabei erblickte er einen menschlichen Totenschädel, der vor ihm auf dem Weg lag, vermutlich von einem Tier ausgegraben und zurückgelassen. Unachtsam und ohne jeglichen Respekt vor den Toten trat er den Totenschädel weg und ging weiter. Doch genau mit dieser Tat beschwor er eine schreckliche Kreatur. Denn genau um Mitternacht tauchte vor ihm plötzlich ein wandelndes Skelett mit weißem Hemd auf. Diese Gestalt kam langsam auf den Mann zu und sagte die Worte: "Heut an mir, morgen an dir." Was so viel bedeutet wie: "Wie du mir, so ich dir." Das Skelett drohte ihm also, auch seinen Schädel vom Kopf zu treten. Bevor das Skelett den Mann allerdings erreichen konnte, übernahm die Panik den Mann und er rannte davon. Der Schock hatte jedoch schwere Spuren hinterlassen. Der Mann soll plötzlich durch die Angst Jahrzehnte gealtert sein und verstarb noch am nächsten Morgen. Österreich, Jesus Fratze. Während viele Gegenden davon sprechen, dass der Teufel oder ein Dämon gesichtet wurde, ist Wien hier besonders. Denn in Wien gibt es eine gruselige Legende über ein unerwartetes Wesen, und zwar soll das verstörende Gesicht von Jesus Christus im Jahr 1464 in der Stadt aufgetaucht sein. Es heißt, dass plötzlich an einer Wand im Zentrum der Stadt ein riesiger Kopf auftauchte mit einem furchterregenden Gesichtsausdruck. Manche Leute, die damals das Gesicht mit ansahen, waren sich sicher, dass es das Gesicht von Jesus Christus gewesen ist, das ohne ein Wort zu sprechen die Bevölkerung strafend anstarrte, bevor es dann nach einiger Zeit wieder verschwand. Manche Leute vermuten, dass dieser Vorfall eine Warnung von Jesus gewesen ist, dass die Menschen aufhören sollen zu sündigen, bevor er eine Strafe anordnen wird. Schweiz, der Mann in den Bergen. Für die Schweiz habe ich eine besondere Gestalt, da es sich hierbei weder um eine Kreatur aus Legenden noch um ein bekanntes Wesen handelt. Vor einigen Jahren kam es dazu, dass ein deutscher Student durch die Alpen in der Schweiz wanderte und plötzlich auf einem Berghang gegenüber eine seltsame Kreatur sah. Auf den ersten Blick dachte der Student, dass er einen Geißbock oder ähnliches gesehen hätte, also ein Tier, welches dort normalerweise leben würde. Doch als er genauer hinsah, bemerkte er, dass dieses Wesen auf zwei Beinen lief und kurz nachdem er es bemerkt hatte und filmte, versuchte es so schnell es geht zu verschwinden. Wer genau diese Person war, ob es ein Mensch oder humanoides Wesen gewesen ist, konnte nie geklärt werden. Manche Menschen glauben fest daran, dass in der Schweiz ein Wesen lebt, das sich in den Bergen versteckt hält. Und das waren die 16 gruseligen Kreaturen bzw. 18 gruseligen Kreaturen aus allen Bundesländern und der Schweiz und Österreich. Kommen wir nun zu der Bewertung. Kommen wir nun einmal zu den Ergebnissen. Hier ist für euch einmal eine Übersicht, ihr könnt gerne auf Stopp klicken, wenn ihr euch das Ganze genauer angucken wollt, von eben meiner persönlichen Einschätzung, wie gruselig ich die einzelnen Bundesländer fand. Das sind jetzt eben Platz 18 bis Platz 4. Und jetzt kommen wir zu den Top 3. Auf Platz 3 haben wir Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt mit eben der Magdeburger Nixe fand ich von den Kreaturen, vor allem von den vielen, die im Wasser leben, noch mit am gruseligsten. Es ist eben nicht einfach nur ein Wesen, was dort zu sehen ist, sondern eines, von der eben eine große Gefahr ausgeht. Eine scheinbar hübsche Frau, die einfach nur knapp unter der Wasseroberfläche wartet und aufpasst, dass wenn Männer oder Menschen an ihr vorbeifahren, sie hinunterziehen kann, bis sie ersticken. Zudem der Fakt, dass sie eben eine unfassbare Stärke hat, dass niemand was gegen sie tun kann, machte das Ganze für mich persönlich noch gruseliger und noch interessanter, weswegen ich mich entschieden hatte, dass eben die Magdeburger Nixe und damit Sachsen-Anhalt Platz 3 bekommt. Die Silbermedaille geht hierbei an Bremen.
Bremen und eben die Legende von den Geisterkindern, die in Bremen ihr Unwesen treiben, weil sie in der Mauer eingebaut wurden, war an sich meines Erachtens nach schon sehr gruselig gewesen. Doch der Fakt, dass tatsächlich beim Abriss des Tores Überreste, knöchrige Überreste eines Kindes gefunden wurden, macht das Ganze halt nochmal viel, viel interessanter, weil es dem Ganzen eben eine Bestätigung gibt. Es gibt eben etwas, worauf wir uns basieren können, dass das Ganze nicht nur Gerüchte sind, sondern eben etwas, was tatsächlich durchgeführt wurde. Auch in anderen Teilen Deutschlands oder in anderen Ländern soll etwas Ähnliches passiert sein. Das fand ich recht gruselig und deswegen kriegt Bremen von mir Platz 2. Und damit kommen wir eben zu Platz 1, dem gruseligsten Wesen, das es überhaupt gibt. Und das kommt aus Niedersachsen. Genauer gesagt der Hakemann. Ich fand, der Hakemann war rundum eben das gruseligste Wesen überhaupt. Ich meine, ihr müsst euch das einmal vorstellen. Ihr habt da ein Wesen, das zwar obenrum relativ menschlich aussieht, aber untenrum den Körper eines Fischmenschen hat. Und dieses Wesen wartet eben in Moorgebieten, an Flüssen, an Seen, quasi überall, wo Wasser ist. Es gibt keine Sicherheit vor ihm und trägt die ganze Zeit seine Sense bei sich oder Sichel und wartet, dass wenn ein Kind auch nur zu nahe kommt, er mit der Sense dieses Kind in die Tiefe reißt. Stellt euch einmal vor, ihr seht eben diese gruselige Kreatur dort irgendwo im Wasser lauern und hungrig auf neue Opfer. Das fand ich persönlich war eben die gruseligste Vorstellung, es gefiel mir am meisten und deswegen kommt Niedersachsen für mich auf Platz 1. Und damit habt ihr meine Einschätzung erhalten. Mich würde sehr eure Einschätzung interessieren und ich werde bald ein Video machen, wo ich eben zum Beispiel alle Länder von Europa raussuche und für jedes Land eine gruselige Legende parat habe. Wenn euch das gefällt und ihr gerne mehr wollt, dass ich also auch meine Meinung zu mehr gruseligen Legenden sage, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten machen wir es ähnlich wie heute. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.